Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Pathwork Modellbau für den Bau unseres Star Wars R2D2s. Es geht weiter im Text mit der nächsten Ausgabe. Heute wird es technisch, das kann ich schon mal sagen. Auch wenn wir es, hab schon gesehen, nicht testen werden, aber auf jeden Fall bekommen wir ein bisschen Elektronik, die auch noch ein bisschen was Besonderes ist und zeigt, was alles so an Elektronik alles in unserem R2D2 mit verbaut ist. Und das wird auf jeden Fall eine interessante Elektronik, die ich so auch noch nicht hatte. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los, und zwar mit der Ausgabe 27. So, ja, die Ausgabe Nummer 27 ist am Start und ich habe so ein bisschen was alles zur Seite gelegt. Ich habe diese Ausgabe 27, die zeichne ich jetzt direkt nach der Ausgabe 26 auf, deswegen liegt ja auch noch fast alles genauso rum wie in der anderen Ausgabe, obwohl ihr den vielleicht das Video jetzt wann anders seht, als ich es produziert habe. Aber egal. Ja, wie gerade schon gesagt, es gibt Technik und das freut mich immer, wenn es Technik gibt. Gerade wenn man sie testen kann, obwohl ich aber leider schon gesehen habe, wir können es noch nicht testen. Aber allein sie schon zu bekommen, freut mich. Ich bin so ein kleiner Technik-Fan, auch gerade wenn so Platinen dabei sind. Das sehe ich irgendwie schon. Das freut mich. Und zwar geht es heute um einen auch ganz interessanten Part. Oder auch eine ganz interessante Funktion, die unser R2D2 hat. Und zwar, guck mal eben raus, haben wir schon den Blister entsprechend da. Da sieht man schon, was drin ist. Schön in Luftpolsterfolie eingetütet, damit auch ja nichts kaputt geht. Und zwar bekommen wir eine Steuerplatine und da dran hängt ein Bildschirm. Und zwar für den Projektor. Der wird dann später, wenn er voll in Betrieb ist, auch, glaube, auf Knopfdruck oder zumindest auf Befehl, dann Bilder von Prinzessin Leia und von Luke Skywalker, war das, glaube ich, an die Wand werfen können. Mit Ton am Ende auch, aber erstmal hier geht es um das Bild. Das wird interessant. Hier haben wir entsprechend eine Halterung für diverse Linsen, sehe ich hier schon, die das Ganze dann entsprend wahrscheinlich so, das Licht wahrscheinlich dann so brechen, dass das Ganze auch entsprechend gut an der Wand zu sehen sein wird. Das ist einmal die Halterung. Noch nicht wirklich spektakulär. Da kommt natürlich noch viel dran. Und hier haben wir schon gezeigt, ne? Warum zeige ich es euch doppelt? Egal, holen wir es raus. Da macht es mehr Sinn. Erstmal ein Kabel. Ja, Projektorkabel wird es genannt. Dieses hier, schön dreifarbig. Und das. Die Hauptattraktion von heute, vorsichtig raus, hier haben wir die Steuerplatine, einmal von Nahem, seht ihr sie, und hier dran mit viel, viel Kabeln verbunden, kommt dann dieser LCD-Bildschirm. Der sieht tatsächlich, wenn ich da mal drauf gucke, das ist eigentlich wirklich nur so ein durchsichtiger Bildschirm, sieht man das überhaupt? Wenn ich meinen Finger hier durchhalte, sieht man das? Ich hoffe. Der ist durchsichtig, sehe ich gerade, da sieht man also noch nicht so viel. Aber gut, wir nehmen erstmal die Schutzfolien ab. Dann wird das wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, so sein, dass diese wirklich, dass das jetzt hier wirklich nur der Bildschirm an sich ist, aber die ganzen Lichter und so weiter, die kommen dann noch. Ja, doch, es ist auf jeden Fall ein Bildschirm. Deswegen vorsichtig einmal abziehen, die Folie, damit auch ja nichts kaputt geht oder verkratzt wird, das wäre blöd. Hier haben wir ihn jetzt ohne Folie. Und ja, dieses Stück, ich behandle das wirklich mal mit Samtpfoten, bevor hier was kaputt geht, soll jetzt erstmal an der Halterung befestigt werden. Und zwar wie folgt. Ich muss das Ganze mal eben gucken, wie das so ist. Hier haben wir, so rum ist das Ganze. Das ist praktisch erstmal diese Seite oben. Und hier kann man sehen, hier, ich gebe es nochmal einen Namen, hier und da sind so zwei kleine Einkerbungen. Da soll das Display mit rein, beziehungsweise soll die Platine dann so praktisch rübergelegt werden. Das tun wir mal. Wir schieben das Ganze mal rein. Geht schon mal, ups, das fliegt ja fast durch. Geht schon mal sehr geschmeidig und dann legt sich hier praktisch diese Platine praktisch hier oben drüber und rastet auch ein, merke ich gerade. Das sind so zwei kleine Plastikpins, die die Platine schon mal an Position halten. Das ist schon mal gut. So sieht das Ganze dann aus. Und da werden jetzt zwei Schrauben mit in die Platine
geschraubt. Einmal hier und dort werden zwei Schrauben eingesetzt, damit das Ganze dann an der Halterung praktisch fixiert ist. Jetzt ist natürlich die große Frage, jetzt kommt wieder das Schraubenthema. 2 4 mm schwarze Schrauben. Schauen wir mal eben, was wir noch so haben. Das können eigentlich nur diese ganz, ganz kurzen sein, die wir noch haben. Weil die anderen sind viel zu lang. Das sind beim besten Willen nie 4 mm. Deswegen nehmen wir uns die mal zur Hand. Oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Gucken wir mal, was ich sonst noch im Angebot habe. Das ist ein Trauerspiel manchmal, ehrlich gesagt. Nee, das kann eigentlich gar nichts anderes sein. Und mehr Schrauben haben wir nicht. Da habe ich noch eine, aber die... Das ist nur eine. Bringt mir auch nicht viel. Probieren wir mal, das Ganze zu verschrauben. Wenn nicht, dann schreie ich gleich auf und weine in mich hinein, dass es nicht geklappt hat und irgendwas kaputt gemacht hat. Schauen wir mal. Ja, da passiert relativ wenig leider. Bei dieser Schraube. Okay, dann war sie das wohl doch nicht. Aber jetzt wird es interessant, weil, ich sehe schon, da haben wir noch welche. 4 Stück sind das insgesamt. Das könnten sie durchaus sein. Ach, dieses leidige Schraubenthema, das ist wirklich... Ich sage dazu nichts mehr. Die legen wir eben wieder beiseite. Ich misse die mal kurz ab, ob das überhaupt 4 mm sind. Ja, okay, sind 4 mm, alles klar. Dann waren die doch eben zu kurz. Dann können das nur die sein, weil die anderen sind zu lang. Dann muss es jetzt einfach passen. Dann haben wir den Schraubendreher, der andere will nicht so gerade mehr so richtig. So. Ja, das passt auf jeden Fall, das merkt man. Nicht ganz einfach, aber sitzt auf jeden Fall. Und das zweite. Ups. Dann genauso. Da muss man bei den Plastikteilen muss man so ein bisschen Kraft aufwenden, dass die Schrauben auch richtig sitzen. Aber dann halten die das Ganze. So, das sitzt auf jeden Fall. Wird dran. So, damit haben wir das Ganze hier befestigt. Der Display, den sieht man hier. Und das ist fast alles, was wir zu tun haben heute. Das Kabel wird nämlich noch angesetzt. Auf der Unterseite jetzt haben wir hier 2 Stecker. Und in den breiteren Stecker, also der hier, kommt dann ein Kabel rein. Dann müssen wir gucken, welches das ist. Das passt wahrscheinlich auch nur eins. Ja, das andere ist zu breit. Ja. Stecken wir das einmal ein, geht auch nur eine Richtung. So, damit sitzt das Kabel auch dran soweit und damit ist alles soweit für heute erledigt. Da wird noch ein bisschen was dran kommen, die ganzen Linsen und so weiter fehlen ja noch hier von unten, damit das Ganze dann fertig ist. Aber das ist soweit alles erstmal fertig. Ich lese auch gerade hier. Die übrigen Parts werden in der Ausgabe 29 geliefert und wir können ihn auch testen. Yay, sehr schön. Das kommt also in der Ausgabe 29 mit dran, also auch in der übernächsten Ausgabe. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Da muss ich mir schon überlegen, wie ich das Ganze mache. Da brauche ich auf jeden Fall einen Part, muss ich dann machen, wo ich das Ganze hier versuche, ein bisschen abzudunkeln, damit ich mir hier schön das Ganze ranwerfen kann, damit ihr auch was sehen könnt davon. Das macht nur Sinn, wenn es wirklich dunkel ist, sonst sieht man ja gar nichts. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was da kommt. Da freut euch schon mal auf die Ausgabe 29. Aber ja, das war erstmal heute alles für die Ausgabe 27. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal eben rein, was in der nächsten Ausgabe dran ist. So, die nächste Technik ist verbaut mit dem, zumindest ersten Teil von dem Projektor. Sieht schon mal sehr geil aus. Und wie ich gerade schon gesagt habe, in der übernächsten Ausgabe soll das Ganze vervollständigt und getestet werden. Da freue ich mich schon drauf. Aber erstmal geht es jetzt in die nächste Ausgabe und da haben wir auch einiges Wichtiges zu tun. Da geht es nämlich zurück
in der Ausgabe 28 zum Rad, was wir bekommen haben. Oder schon in der letzten Ausgabe ein bisschen erweitert haben mit der Halterung und so weiter. Da gibt es jetzt, wie wir hier sehen können, in der nächsten Ausgabe die zweite Platte, die zweite Halterung. Und auch ein Kugellager, wie wir sehen. Und ein Haufen Schrauben. Ich hoffe, das kann ich irgendwie auseinanderhalten. Ja, das gibt es in der nächsten Ausgabe. Und wie ihr schon gelesen habt, das wird dann alles miteinander verschraubt. Also da werden wir dann auch ein paar Teile dann wieder vom Tisch bekommen und an das große Stück vom rechten Bein dann befestigen. Ja, das war soweit alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder dem Kanal gleich ein ganzes Abo. Dann werdet ihr informiert, wenn die nächsten Videos kommen, sowohl für den Star Wars R2-D2 als auch für meine Bismarck. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Ausgabe 28 vom Star Wars R2-D2 dann wieder mit dabei seid. Bis dahin noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Thank you.